Morgen. Einen wundervollen guten Tag an der Stelle. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, ihr kleinen Mäuse. Und willkommen auf dem Hof Steuer mittlerweile, muss man sagen, dem Steuergut hier, ihr lieben Steuerhof. Es hat sich viel getan. Ihr habt ja vielleicht letzte Woche das Video gesehen, als ich euch davon erzählt habe, dass uns ein Hühnchen, eine Huhndame zugelaufen ist. Das ist doppelt gemoppelt, aber macht nichts. Und wir haben jetzt einen Hühnerstall für sie gebaut. Das möchte ich euch in dem Video heute zeigen. Es war sehr provisorisch alles, weil wir natürlich nicht damit gerechnet haben, dass wir jetzt schon Hühner bekommen. Ich wollte das eigentlich alles nächstes Jahr im Frühjahr machen und alles wunderschön und aus Holz und so ein kleines süßes Schweden-Fachwerkhäuschen für Hühner und sowas. Ist es jetzt nicht geworden, aber Philipp hat das Allerbeste getan, was er kann, und das Beste, was Philipp tut, ist immer gut genug. Wir haben den Container, wir haben ja drei so Schiffscontainer bei uns im Garten stehen, die so überdacht sind, und einer von den Containern ist ja schon der Schweinestall geworden. Und der andere Container ist ein Lagercontainer für Futter und Werkzeug und sowas. Und der dritte Container ist jetzt ein Hühnerstall. Ich habe es ja letzte Woche auch schon angeteasert. Es sind nämlich noch neue Hühner dazugekommen. Und am Ende des Videos verrate ich euch wahrscheinlich auch die Namen. Ihr dürft aber auch gerne, weil es kommen wahrscheinlich noch zwei, ihr dürft gerne Namensvorschläge unten in die Kommentare hauen, weil dann gibt es vielleicht ein Community-Huhn, wenn ihr Lust drauf habt. Das machen wir sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, jetzt starten wir erstmal in das Video rein. Und wenn ihr nichts mehr hier verpassen möchtet, dann lasst gerne ein Abonnement auf dem Kanal und vergesst nicht, das Video zu liken. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so gut sehen kann, aber man hat hier da noch so Spezialdünger und hier ist so anderer Kram. Also es ist dieser Containerinhalt, gehörte tatsächlich schon, der war jetzt im Grundstück, man geht auch schon gucken. Hier unten haben wir tatsächlich nur viel heißes Styroporzeug. Das kann ich eventuell zum Dämmen noch nutzen. Aber an sich ist hier echt sau viel Platz drin. Ich freue mich schon, wenn ich das den Mäusen fertig machen kann. Ich bin echt mal gespannt, ob ich das so hinbekomme. Also die Idee ist auf jeden Fall in meinem Kopf da. Gucken, was die Umsetzung sagt. So, da bin ich auch schon wieder. Ihr seht es hier, ich habe eingekauft für Ute. USB-Platten für die Wandverkleidung. Dann habe ich hier noch so ein paar Pfosten aus, zwei davon baue ich sozusagen eine Tischenablage, wo die dann draufkacken. Und dann habe ich hier noch die Teile geholt, die mir dann sozusagen als Stange, die ich dann ran montiere. Das ist für die Unterkonstruktion. Und ja, Next Step ist jetzt erstmal, dass ich hier den Bums komplett ausräume. Das alles kommt raus, weil es ist alles sehr instabil. Und dann geht's mit der Verkleidung weiter. Und wir müssen noch ein Fenster. Ich habe noch ein Fenster gekauft. Ach du Scheiße, das wird heute. Dann wird was. Ich bin gespannt. So, ein erster kleiner Zwischenschritt. Philipp hat jetzt hier die gekauften Balken an die Dinger rangedengelt. Das ist sehr, das ist fachmännisch auch hier alles sehr. Und wir haben ja noch 1 Million Styroporplatten. Die nehmen wir jetzt und dann packen wir die dazwischen. Wir haben jetzt gerade schon geguckt, ob das von der Dicke her passt. Aber das passt genau. Wir haben auch noch ein bisschen Dämmwolle. Dann kommen hier die USB-Platten davor geschraubt. Und dann haben wir jetzt sogar Strom hier. Das bedeutet, dass wir sogar hier im Zweifelsfall eine Wärmelampe hinpacken können. Da kommt ja kein Stroh rein hier, sondern Streu, so Einstreu. Und dann könnte man theoretisch auf einer schwachen Temperatur, glaube ich, sogar eine Wärmelampe laufen lassen. Müsste ich mich aber nochmal schlau machen, wie das mit Brandgefahr und so ist. Aber ja, das ist so der Plan. Dann hoffen wir, dass der Philipp da jetzt mit fertig wird, bis es dunkel wird. Ich kann ja leider nicht viel helfen. Wir haben heute keinen Babysitter, also bin ich den ganzen Tag schon Mama Nadine heute. Hallo, na? Ich stehe hier jetzt im fertig ausgebauten Hühnerstall. Für heute reicht es erstmal, weil Ute zieht heute um. Nadine, gibt euch gleich alle Updates. Ich fange jetzt mit der Arbeit an. Jo, Nadine. Ja, es ist schon dunkel, wie man sehen kann. Und ich weiß nicht, wie viel hat es denn jetzt hiervon schon gezeigt? Hast du schon ein Update gegeben? Ich habe gesagt, ich mache nur kurz Einstreu, du gibst ein Update. Genau, also pass auf, komm mal her. Das Ganze ist jetzt nämlich komplett fertig. Hier ist auch sogar ein Fensterchen eingebaut und eingeschäumt. Was jetzt noch fehlt, ist der Kieselgurt, den machen wir morgen. Da haben wir jetzt heute in der Dunkelheit keine Zeit mehr für. Aber genau, hier sind noch so Legenester. Was jetzt noch fehlt, ist ein Sandbad. Das kommt auch noch. Und die Stangen kommen noch. Also das ist jetzt hier noch nicht fertig. Da ist aber auch schon die Ute. Hier, kleines Update mal. Die ist richtig angepisst. So, die möchte gerne bitte hier gleich einziehen. Und ihre Freundinnen, die ich heute abgeholt habe, die kommen jetzt, gehen wir jetzt auch einmal holen. Die warten nämlich noch darauf. Und genau, ansonsten ist das hier Streu. Auch alles ganz supidupi. Und ja, was ich noch so alles geholt und verwendet habe hier, wir sind jetzt hier voll die Hühnerprofis, das erzähle ich euch gleich. Jetzt holen wir erstmal die anderen Hühner. Guten Morgen.
Hallo Ute. Hallo andere Hühner, die noch keinen Namen besitzen. Ihr habt hier ja ein Chaos veranstaltet. Wir müssen gleich aber erstmal wieder aufräumen. Hallo. Gut. Ja, guten Morgen. Wir müssen gleich mal erstmal sauber machen hier, ne? Ute geht's auch super. Ich komm mal rein. Guten Morgen. Alle entspannt hier. Hallo. Ja, bitte. Okay. Also, die kleinen Mäuse. Das hier ist eins von den neuen Hühnchen. Jetzt könnt ihr es mal halb bei Tageslicht sehen. Wenn sie gleich rausgehen, könnt ihr noch mal besser gucken. Die Ute versteckt sich da hinten gerade noch. Und hier sind noch die zwei anderen. Ich glaube, eins ist schon rausgegangen. Genau, es läuft schon draußen rum. Guten Tag. Fantastisch. Und ja, der Hühnerstall, der muss jetzt die Tage noch fertig gemacht werden. Das ist er noch nicht. Aber jetzt gerade ist das eigentlich alles ganz okay soweit, würde ich sagen. Es ist tatsächlich auch nicht warm hier drin, aber es ist angenehm. Also ich stehe jetzt hier mit einer dünnen Jacke und finde es ganz schön. Und gucken Sie! Was? Es ist ein Ei da! Ah! Ein echtes Ei, wie krass. Guck mal, wie klein das ist. Voll süß. So, wir haben schon Abend und ich bereite jetzt was für morgen früh vor. Und zwar, ich habe einen Schnapper gemacht, ich war ein kleiner Sparfuchs, ich war im Supermarkt und bei uns haben die so Bereiche, wo halt so hässliches Obst und Gemüse angeboten wird, was einfach viel günstiger ist, weil es irgendwie keiner haben will, obwohl der Loch einfach nur so einen Apfel hat. Der Apfel einfach nur so ein Loch hat, was ich total schwachsinnig finde, weil den kann man doch trotzdem noch essen, da ist ja nichts mit. Und ich habe ungefähr 8 Tonnen Karotten mitgenommen, ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Und ich wollte jetzt für uns und für die Hühner tatsächlich eine Karottensuppe machen, beziehungsweise ich habe hier so ein Kilo Karotten, müsste das jetzt ungefähr sein. Die gehen jetzt für die Hühnchen drauf und zwar erkläre ich euch jetzt gleich wie. Ich schneide die mal in so etwas kleinere Stücke. Für uns ist das super geil, weil man kann jetzt gleich aus dem, was ich mache, einfach mit ein bisschen Mehl zusammen Bratlinge machen. Und für die Hühner ist das halt so ein richtig toller Snack. Ich schneide jetzt hier noch einen Apfel mit klein und schneide hier aber jetzt die Kernchen raus, weil die können sich bei Hühnern in den Kopf setzen. Das ist nicht gut. Deswegen das einmal raus. Und ich habe vor ungefähr 1,5 Jahren oder so im Rahmen von der Kampagne mir diesen Mixer hier aussuchen dürfen. Den Powerblend 9 Mixer. Ich liebe den immer noch. Der ist fantastisch. Schon allein, weil das Ding hier so unfassbar leicht ist. Ich finde das immer so nervig, wenn diese Gerätschaften da oben drauf Mixbehälter so super schwer sind. Damit starten wir jetzt einmal. Es gibt nämlich auch so eine tolle Funktion. Man kann nämlich nicht nur einen Smoothie oder eine Suppe oder Crushed Eis oder ein Frozen Dessert oder irgendwas machen. Es gibt nämlich auch noch die Kategorie Chop, also tak, 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 schneidi. Hacken. Man kann nämlich hier bei dieser Eye Texture Control auswählen, wie man es haben möchte. Ob man es halt grob, medium oder fein haben möchte. Ich möchte es grob haben und dann drücken wir einmal auf Start. Ich liebe diese Funktion, die ist großartig. Passen Sie auf. So, guck, wie herrlich leicht der ist. Ich liebe den. Also, ich kann den nur nach wie vor immer noch empfehlen, muss ich wirklich sagen. Und ich kann außerdem empfehlen, wenn ihr Kleinkindern oder Hühnern Gemüse unterjubeln wollt, macht es in der Form. Ist fantastisch, wenn du da jetzt raus irgendwie einen Bratling machst oder eine Waffel, das Kind isst es und weiß nicht mal, dass es gesund ist. Richtig random, aber ich liebe die Form einfach, weil du hast nicht diese Ecken, dass alles so in den Ecken hängen bleibt, sondern durch diese dreieckige Form kriegst du halt die Sachen so richtig gut einfach raus. Finde ich halt auch großartig. So, und falls ihr jetzt noch mehr Infos zu dem Powerblend 9 von Braun haben möchtet, habe ich euch alle Infos einmal unten in die Infobox gepackt. Ich kann den nur sehr empfehlen. Bin da sehr zufrieden mit nach wie vor. Ich mache jetzt hier mal weiter. So, ich zeige jetzt mal das finale Update. Mal, die Ladies sind alle hier, die haben auch die neuen Stangen angenommen. Wir haben hier unten haben wir sozusagen Wasser, Futter und Verpflegungsstationen. Und den Damen geht es allen sehr, sehr gut. Und die haben auch noch was zum Sitzen. Also wir optimieren das Ganze nach und nach, sind auf jeden Fall sehr happy. Und die verstehen sich auch gut. Also hier Ute und ich weiß nicht, der eine Name, die sind auf jeden Fall Best Friends. Und das ist bisher eine sehr, sehr schöne Kombi. Da unten legen die öfter ihre Eier rein. Das Kind ist auch glücklich. Und die haben so ein Fenster zum Rausholen. Da ist noch eine kleine Lampe. Also wir sind eigentlich sehr, sehr happy mit dem jetzt. Und den Damen geht es gut. So, ihr Lieben, gute Nacht, ne? Wir sehen uns morgen wieder. So, das war aufregend. Das ist heute der Ist-Zustand. Es ist, wie gesagt, noch
wahrscheinlich, dass eventuell ein oder zwei Hühner dazukommen. Es sind ja jetzt momentan fünf. Zum einen die Ute. Dann gibt es noch das graue Hühnchen mit dem großen Kamm und den schwarzen Sprenglern. Das ist die Brunhilde. Das andere graue Huhn mit dem kleinen Kamm und ganz grauem Gefieder ist die Agathe. Dann gibt es das ganz große Vorwerkhühnchen, das immer so flatterig ist und sich so aufplustert und auch diesen riesigen Kamm hat. Das ist die Cornelia. Geschichte dazu ist, Cornelia ist uns jetzt schon ein paar Mal abgehauen, weil Cornelia halt gerne fliegt bzw. flattert. Und sie lässt sich aber auch ganz easy wieder einfangen, macht aber ein Riesentheater immer. Und es hat mich sehr an meine ehemalige Klassenlehrerin, die Cornelia T. erinnert. Ich möchte jetzt ihren Namen nicht nennen, aber die war auch immer so ein bisschen so ein flatteriges Hühnchen. Und das, ich finde den Namen sehr passend, weil irgendwann ist sie auch einfach auf und davon geflogen und war nie mehr da. Das hoffe ich nicht, dass das unsere Cornelia so macht. Aber das ist auf jeden Fall Cornelia. Und das letzte Huhn, das durfte Philipp sich aussuchen, das ist die Mechthild. Also wir haben Cornelia, Mechthild, Agathe, Brunhilde und Ute. Und wie gesagt, eins oder zwei kommen wahrscheinlich noch. Das klärt sich jetzt die Woche. Was machen wir eigentlich mit den Eiern? Wir haben jetzt die Frage ungefähr 1 Milliarde Mal gestellt bekommen. In erster Linie kann ich euch beantworten, nicht essen. Meine Eltern essen die Eier unter anderem, die Schweine essen die Eier unter anderem, der Hund isst die Eier unter anderem und die Hühner selber essen die Eier unter anderem. Also wir haben hier große Verwendung. Ich glaube, wenn ein vegan ernährender Mensch ein Ei hätte, was er sonst wegwerfen würde, wenn es niemand anderem geben könnte, keine Tiere, das Huhn will es nicht zurückhaben und er würde es dann von seinem eigenen Huhn essen, ich glaube, das wäre in Ordnung. Ich glaube, wenn wir zu viele Eier bekommen sollten, die wir nicht mehr verteilt bekommen im Familienverbund, dann glaube ich, sind hier die Nachbarn sehr, sehr glücklich über eine Selbstbedienungseierkiste. Da haben wir auch schon drüber nachgedacht. Aber das ist alles Zukunftsmusik, falls es noch mehr Hühner werden. Was ich nicht ausschließe, weil, oh mein Gott, wie süß sind denn bitte Hühner? Ich bin jetzt seit 2 Wochen Hühnermami. Eigentlich schon seit 4 Wochen jetzt insgesamt. Aber seit 2 Wochen Großfamilien-Hühnermami. Und es ist einfach, das ist so fantastisch. Die Brunhilde lässt sich schon streicheln. Die Cornelia frisst mir aus der Hand. Also es macht wahnsinnig viel Freude. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Und ja, wenn ihr hier up to date bleiben wollt, wisst ihr Bescheid, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns am Montag bei einem neuen Back-Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben, bis dahin und tschüssi!